Einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zu Pen and Paper mit den Aldrichs. Wahrscheinlich ist es bei euch jetzt gar nicht Nachmittag, total egal, denn ihr werdet sowieso geblendet sein vom Lukas. Hier sitzt er, wir konnten ihn wieder mal zu uns an den Tisch locken zu einer Runde, auf die wir uns schon alle sehr lang gefreut haben. Erinnert ihr euch noch an Loni, Serena und Mai, den freundlichen Kiffer aus der Nachbarschaft, die Insta-Bitch und die Asiatin mit den Handy-Games? Ja, die drei sind zurück und Serena hat ihre Drohung wahrgemacht. Diesmal geht's in das friedlichste Ferienziel, das man sich vorstellen kann, ein Yoga-Camp. Wir spielen also Cthulhu Now, haben den Lukas als Yoga-Lehrer engagiert. Und dabei werden wir alle Klischees auspacken, die wir finden können. Oh ja. Wenn ihr jetzt neu bei dieser Runde seid, fehlt euch vielleicht etwas Kontext, den könnt ihr aber leicht nachholen. Wir haben bisher zwei Runden Cthulhu Now mit diesen Investigatoren gespielt. Angefangen hat es mit Blackhorn Mountain und dann ging es weiter mit Unter dem Meer. Holt das gerne nach, ihr werdet lachen. So viel trauen wir uns versprechen. Bevor wir jetzt beginnen, ihr kennt es gibt eine Challenge. Beim letzten Video war unser Ziel 500 Daumen hoch und 200 Kommentare. Die Likes haben wir extrem schnell erreicht. Die 200 Kommentare bisher noch nicht, wird noch kommen. Daher bleiben wir der Challenge treu. 500 Likes und 200 Kommentare sind unser Ziel auf dieses Video. Das hilft uns immer sehr. Das brauchen wir, genauso wie die Unterstützung über Tipeeestream und Patreon. Darüber freuen wir uns nicht nur immer sehr. Das ist tatsächlich halt auch nötig, damit es weitere Videos von uns geben kann. Und jetzt? Los geht's. Viel Spaß mit Das Grauen im Yoga-Camp. Seit ihr den Flughafen verlassen habt, musstet ihr euch durch massenhaft Touristen und Kolonnen von Verkehr kämpfen. Doch jetzt endlich steht ihr vor dem Tor des Camps. Wie angekündigt hat diesmal Serena den Urlaub gebucht und sich für ein Yoga-Camp auf der indonesischen Insel Bali entschieden. Weit weg von alten Fischern, Booten und einsamen Hütten auf menschenleeren Bergen. Happy Yoga ist eine kleine Anlage zum Wohlfühlen, die ganz gezielt auf nur wenige Gäste ausgelegt ist. Ein schmaler Kiesweg führt euch einen flachen Hang hinauf und endet vor einem hohen Tor aus Bambus. Das ganze Camp ist von einem dicken Zaun aus Bambus umgeben. Er erinnert an eine Palisade und soll wohl vor Blicken schützen und den lauten Massentourismus vor den Toren halten. Wie viel Wert man hier tatsächlich auf Privatsphäre legt, merkt ihr, als ihr die handgeschmiedete Glocke betrachtet, die über dem Torbogen hängt. Das Tor ist fest verschlossen. Ihr zieht an der Kordel, die von der Glocke hängt, und hört, wie ihr dumpfer Klang durch die Anlage schallt. In der Mitte des Tores hängt ein Schild. Happy Yoga, wo die Hunde nach unten schauen und die Vinyasas fließen. Ihr habt es kaum gelesen, da hört ihr von drinnen bereits Schritte auf dem Kies knirschen. Das Tor öffnet sich und eine Frau steht vor euch. Lange, dunkle Haare, etwa Mitte 30 und amerikanisch, wie ihr. Hallo, ihr müsst Serena, Loni und Mai sein, richtig? Happy Yoga! Freut mich, dass ihr hier seid. Ich bin Vivian. Kommt nur rein. Wir freuen uns alle schon auf euch. Sie winkt euch freundlich durchs Tor und ihr seht eine grüne Wiese, hohe Palmen und Bambus überall auf dem Gelände. Dazwischen ein Kiesweg, der zur ersten kleinen Hütte neben dem Tor führt. Dahinter gibt es dann etwas weiter hinten weitere Hütten. Einen kleinen Supermarkt auf dem Gelände. Und ganz, ganz hinten, gegenüber des Eingangstors, sogar einen Steg, der hinunter zum Meer und in eine kleine Bucht führt. Wo der Hügel am höchsten ist, hinter den Hütten, ganz rechter Hand, steht ein alter indonesischer Tempel, der mit seinen kühlen Mauern willkommenen Schatten spendet. Vivian deutet zur kleinen Hütte neben dem Tor. Hier bei mir ist die Anmeldung. Ihr bekommt noch den Schlüssel zu eurer Hütte und ja, ich brauche noch eine Unterschrift. Es sind nur ein paar kleine Formalitäten. Dann entlasse ich euch in die Entspannung. Sie deutet ins Innere der Hütte, wo ein kleines Büro eingerichtet ist und Sitzgelegenheiten aus Bambus für die Besucher vorbereitet wurden. Und sie kramt ein paar Zettel heraus, ein paar Formulare, setzt sich dann auf einen kleinen Tisch mit euch.
Also, ihr habt eine Hütte zusammengebucht. Unsere Hütten haben alle eine kleine Küche angeschlossen. Duschen und Toiletten findet ihr allerdings außerhalb in dem Gebäude da hinten. Sie steht kurz auf und deutet aus der Tür. Und jetzt seht ihr das ganz linke Hand, also der Tempel ist rechte Hand und das ist ganz, ganz linke Hand, hinter Palmen und Büschen verborgen ist ein Sanitärhäuschen. Ein längliches Steingebäude, ganz an der hohen Bambusmauer. Also, ihr bekommt von uns einen Yogalehrer zugeteilt. Der ist übrigens ganz neu hier. Selbst heute ist angekommen. Er wird ebenfalls ein Zimmer mit euch in der Hütte beziehen. Das ist hier so üblich, damit ihr überall die bestmögliche Entspannung erfahren könnt. Eine gute Meditation, eine richtige Meditation, endet nie. Im Supermarkt könnt ihr euch rund um die Uhr versorgen und euer Yogalehrer wird euch alles weitere erklären. Sie kramt wieder etwas herum und übergibt euch einen großen Schlüssel. Also, das ist Serena, du warst diejenige, die euch angemeldet hat. Ich übergebe den Schlüssel dir. Wenn ihr abreist, gib ihn bitte wieder hier bei mir ab. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns auf der Matte. Und dann lässt ihr euch mehr oder weniger hier stehen und geht in Richtung des Supermarktes. Also das mit dem Yogalehrer, der bei uns wohnt, das stand aber so nicht auf der Webseite. Wenn er ein eigenes Zimmer hat, wird es schon passen. Ich werde mich nicht aufregen über nichts. Ich bin hier, um zu mir zu finden. Ja, du wirst als erstes in den Supermarkt da drüben gehen, um dir wieder ein paar Tüten Chips zu kaufen. Ich kenne dich doch. Das ist richtig und ich werde es genießen. Naja, gehen wir erstmal diese Hütte anschauen. Ja, ihr geht von der Hütte am Eingang, folgt ihr dem Kiesweg, und der führt euch direkt so lose zu den Hütten und verteilt sich dann am Gelände. Das Gras ist grün, saftig, an manchen Stellen etwas niedergetreten. Ihr seht auch überall so, Stellen, wo Yogamatten ausgelegt wurden. Also man kann sich hier am ganzen Gelände verteilen. Und ja, es sind alles Bockhütten. Wie die im Eingang, nicht aus Bambus, sondern aus viel dickeren Holzbalken. Ihr öffnet die Tür, der Schlüssel passt natürlich, und steht sofort in einer Wohnküche. Nichts wirklich Aufregendes, zwei Herdplatten, die mit Gas betrieben werden, ein paar Schränke, in denen sich Lebensmittel verstauen lassen, ein Kühlschrank und daneben eine Couch, die in einer U-Form um einen niedrigen Tisch angeordnet ist. Neben dem Eingang hängen dicke Yogamatten auf einem Bambusständer. Es gibt also Strom, wie ihr durch den Kühlschrank wisst, und drei Türen führen von diesem Raum in jeweils ein Einzelzimmer. Also das Wichtige ist, es gibt einen großen Gemeinschaftsraum, der die Wohnküche ist, wenn ihr durch die Eingangstür geht, und davon gibt es dann einfach drei Türen, die in Einzelzimmer führen, wo mindestens zwei Betten drin sind. Also Also sind es eigentlich keine Einzelzimmer. Sanitäreinrichtungen gibt es hier überhaupt nicht. Also nein, die man sind muss draußen. immer, man muss immer zu diesem Steinhäuschen Genau, gehen. Okay. Sanitäreinrichtungen sind hier nicht drin. Da ist dieses große Sanitärgebäude, wo euch gesagt wurde, dort findet ihr das. Sind die Zimmer gleich groß? Das weißt du noch nicht. Also, nein, ich dachte, bin ich schon drinnen? Nein, noch Ach nicht. so, ich bin noch Nein. gar nicht. Verdammt. Kommt erst. Ach so. Also ich nehme das größte Zimmer. Es sind drei Zimmer. Wenn dieser wunderbare Yogalehrer auch bei uns wohnt, Dann wird er wohl auf dem Sofa im Gemeinschaftszimmer schlafen müssen. Ja, hey, ich kann auch auf der Couch schlafen. Ich Mann, meine. Loni, wir zahlen hierfür. Hey, das sind keine Also du zahlst. Einzelzimmer. Das sind keine Einzelzimmer. Wir teilen uns eins. Wer teilt sich mit mir eins? Naja, ich sehe mal in ein Zimmer hinein. Wie sieht es aus? Ja, Spartanisch? sehr, sehr einfach. Also es ist alles sauber. Es sind alles Holzmöbel, die zum größten Teil aus Bambus gefertigt sind. Ein bisschen selbstgemacht wirken. Aber wirkt einladend. Es ist wirklich kein großartiger Komfort. Es fehlt aber auch nichts. Wie viele Betten sind drin? Es gibt ein Zimmer, das ist tatsächlich ein Einzelzimmer, und in die beiden anderen Zimmern sind zwei Betten drin. Wir teilen uns eins. Ich kann nicht schlafen, wenn er wieder seinen Rauch Seine verbreitet. Aber du isst nicht mitten in der Nacht wieder Chips und krümelst und knisterst die ganze Zeit. Das kann ich nicht versprechen, aber ich kann das ja auch auf der Couch tun. Ja, okay.
wenn es sein muss. Genau, auch die Couch gibt es. Und ja, schon kurze Zeit, nachdem ihr die Zimmer besichtigt habt, euer Gepäck abgestellt habt, klopft es an der Tür. Oh, Room Service. Und ihr seht einen sehr großen und auch breiten Deutschen in der Tür stehen. Eigentlich so ein richtiger Schrank, denn er ist sehr, sehr groß und sehr, sehr breit. Und ja. Guten Tag, Mann. Happy Yoga. Bist du unser Yoga-Lehrer? Serena, was denkst du denn? Nein, wirklich? Wer seid ihr? Wieso seid ihr in diesem Zimmer? In dieser Hütte? Ich dachte, das ist meine Hütte. Das ist unsere Hütte. Wir haben das hier gebucht, aber Vivian am Empfang meinte, wir müssen die teilen. Also das sind Serena, Loni und ich bin Mai. Ich muss mit euch in dieser Hütte. Okay, wie viele Zimmer hat die Hütte? 3. 3. Wir teilen uns ein Zimmer. Loni bekommt ein Zimmer. Okay, ich möchte mindestens ich möchte das größte Zimmer, das ist wohl klar. Du bekommst das Einzelzimmer, da hinten ist ein Bett drin. Das ist eure erste Lektion, Yoga zu Yoga gehört auch auf etwas verzichten zu können. Ja, und als Yoga-Lehrer geht mal ein gutes Beispiel voran. Ich habe bereits die höchste Stufe des Cheese? Designs, ja richtig, erreicht. Und wow, Mann! Ja, und ihr habt es noch vor euch. Abgefahren. Ja, das ist abgefahren. sag mal, wie heißt du eigentlich? Nenn mich Herb, Herb gesehen. Herb gesehen. Ja. Jawohl, Herb gesehen. Ist auch okay. Mann, wir sind ja doch nicht in Japan. Doch, das ist okay. Also, du kannst mich sensieren. Ist Herb eine Abkürzung für irgendwas? Ich habe den Namen noch nie gehört. Herb. Ja, ihr seid doch Amerikaner. Herb muss euch doch geläufig sein. Ihr wisst Herbert oder so. Ja, ist egal. Nenn mich doch, wie du willst. Ja, also ich bleib bei Herb-Sensei. Passt. Nenn mich alle Herb-Sensei oder wie auch immer. Herb gesehen. Herb. Wer weiß, vielleicht gibt's in Deutschland wirklich so seltsame Namen. Wenn nicht in Deutschland, wo sonst? Naja, wie auch immer. Also, Herb, wann ist unsere erste Stunde? Wie müssen wir uns den Ablauf hier vorstellen? Es gibt keine Stunden. Yoga findet immer statt. Ich praktiziere Yoga nach den heiligen Lehren des Warning. Ich habe das noch nie gehört, aber es wird wohl stimmen. Oh, ich habe auch noch nie Yoga gemacht. Wir haben noch viel zu lernen. Also ich habe... Ja, wie er meint, Mann. Also ich habe ja voll viel Yoga gemacht in der Therapie, aber das kam mir und ist mir noch nie untergekommen. Hast du Yoga-Therapie gemacht? Naja, Yoga war Teil von der Therapie. Ich habe doch erzählt, dass ich in der Therapie war, Mann. Ich weiß nicht. Jo, Mann, ich glaube, von dir können wir noch echt viel lernen. Ganz sicher. Also fangen wir jetzt direkt an, oder? Wir fangen die ganze Zeit an. Yoga, ich praktiziere Yoga nach den heiligen Lehren des Warning. Und das ist die ganze, es findet ständig statt, ständig, selbst im Schlaf. Ja, aber ihr könnt mal die erste Übung machen. Macht mal den kleinen Frühstückstisch. Jo, wie geht der? Ich habe den auch noch nie gehört. Also ich habe schon ein bisschen Yoga gemacht in der Therapie, aber... Serena, wir haben uns auch vorgenommen, wenn wir hier nach Bali in einem Yoga-Camp sind, dass wir offen sind für Neues. Ich bin ja offen, aber magst du das einmal vormachen, bitte? Ich mach nichts vor. Ich beschreibe euch das und ihr macht das. Ihr müsst euch auf die Hände begeben, okay, auf den Rücken. Moment, ich schnapp mir noch eine Matte. Breite Matte auf. Okay. Körper nach hinten, Hände auf den Boden, Füße durchstrecken, bis es nicht mehr weiter zum Strecken geht. Ja, ihr macht das sehr gut und das haltet ihr jetzt mal für 5 Minuten. Kannst du
in der Zwischenzeit einkaufen gehen? Wir brauchen noch Chips. Nein, nein, zum kleinen Frühstückstisch gehört, dass ich mich jetzt hinsetze und irgendwas auf euch draufstelle und erstmal mir gemütlich, ja, irgendwas also gemütlich, zu essen genehmige. Gemütlich ist was anderes. Ja, das muss für dich gemütlich werden, sonst wirst du nie die höchste Ebene des G erreichen. Okay, Meister, gehen. Das ist ein sehr seltsames Yoga. Zweifelst du an meinen Methoden? Niemals, niemals. Das würde ich auch hoffen. Es gibt nichts zu essen oder zu trinken hier drinnen. Also alles ist leer. Ich schaue. Warum gibt's hier nichts? Habt ihr noch nichts zu essen oder zu trinken organisiert? Wir sind gerade erst gekommen. Gerade hier. Ich gehe aus dieser Position. Ja, dann die nächste Übung. Das Holen des Essens. Geht und holt Essen. Ja. Also, wenn wir für dich mit einkaufen sollen, dann musst du dich aber auch an den Einkäufen monetär beteiligen. Das... Nein, das... Ich bin empört, was soll das? Ich bin empört. Niemand ist hier empört, wir sind hier zur Entspannung. Ich bin hier da, um euch auf eine höhere Bewusstseinsebene zu helfen. Ihr solltet mir dankbar sein. Jawohl, Herb-Sensei. Ja, natürlich, siehst du? So geht das. Komm, Serena, wir gehen einkaufen. Kommst du mit? Ja. Moment. Serena. Wir sperren unser Zimmer noch ab, damit er nicht... Damit ja, sperr du das Zimmer ab, ich muss nur kurz... Schon wieder eine Instagram-Story? Na klar! Die Leute müssen doch wissen, dass ich wo hier bin. Werbung für das Happy-Yoga-Camp. Wirst du bezahlt dafür? Nein, aber... Vielleicht lässt sich im Nachhinein was raushandeln. Und ich gehe... rum und suche so eine tolle Kameraposition mit so dem Tempel im Hintergrund und... Also du gehst raus. Ihr geht alle drei. Alle vier raus, oder? Habe ich empfangen? Ich pack mal aus. Und okay. Habe ich empfangen? Ja. Sehr gut. Und dann mache ich meine Story. Okay, ihr drei geht also raus. Ihr seht, das Gelände wird von Palmen und palmartigen Gewächsen überschattet. Entlang der Umzäunung aus Bambus recken sich hohe Farne in die Luft. Hin und wieder zeigt ein Hibiskus seine roten Blüten. Das Gras ist kurz, an vielen Stellen kommt der erdige Boden durch. Die Yogamatten können hier quasi überall ausgerollt werden, was auch getan wird. Ihr seht mittlerweile vereinzelt Menschen, die sich mit ihren Matten unter Bäumen begeben haben und dort Yoga praktizieren. Wo wollt ihr hin? In den Supermarkt. Zu dem Supermarkt. Ja, ihr folgt dem Kiesweg fast bis zum Eingang zurück. Der kleine Supermarkt ist ebenfalls ein Steingebäude. Eine ganz normale Holztür führt ins Innere und gibt den Blick auf ein paar ungeordnete Regalreihen frei. Es gibt keine Klimaanlage hier drin und nur die Kühlvitrine strahlt kühlend in den Raum. Der Boden ist aus gesplitterten Steinfliesen und wirkt baulich um vieles älter als der Rest des Gebäudes. In den drei Regalreihen sind auffallend viele westliche Waren in ihren bunten Plastikverpackungen zu finden. Durch die Reihen seht ihr nach vor zu einem behelfsmäßigen Tresen. Dort sitzt ein junger Mann mit einer Bong aus Bambus und zieht daran, dass es Loni die Ehrfurcht ins Gesicht treibt. Und du siehst ein paar kleine Schwaden weg. Wow, Mann! Das ist ja ein Hammerteil! Er fährt herum. Oh Scheiße, hier kommt ja tatsächlich jemand rein! Starrt euch groß an. Ja, kann ich euch helfen? Ja, wo hast du das Teil her? Die habe ich selbst gebaut, Mann. Man braucht nur eine Kokosnuss als Hohlraum, zwei Bambusrohre und Wachstum abdichten. Hier, zieh mal. Wow. Das ist der Weg der Kokosnuss, Mann. Yo. Und ich verwende dieses Konstrukt. Oh Mann, Loni. Lass das, ich reiß ihm das aus der Hand. Serena. Hey, also ihr könnt nicht alle, ja? Ey, sag mal, weißt du, wie gefährlich das ist, wenn die dich hier erwischen, dann landest du im Knast oder die bringen dich um? Ihr wisst doch, wie krass die Drogengesetze hier sind. Ja, Serena, aber hier ist doch alles Yoga, die können doch hier nicht rein, wir haben doch einen Zaun. Ja, das ist eine geschlossene Gesellschaft hier. Ja. Ja, Mann, da muss doch nur einer ein Foto machen und rausschicken. Entspann dich. Total amerikanisch. Yo, Mann, ich bin Loni. Hey, ich bin Ben. Freue mich, dich kennenzulernen. Yo, Ben, wie lange bist du schon hier? Also, ich bin schon einen Monat hier. Ich wollte nicht wieder weg, also hat mir Vivian die Stelle hier im Supermarkt angeboten. Die sind nur zu dritt hier, wisst ihr, und krass unterbesetzt. Wollen aber niemanden einstellen, darum ist das hier auch so klein.
Ich kann hier wohnen und essen, dafür kümmere mich um den Laden hier. Das ist das Paradies, sag ich dir. Yoga ist total entspannt. Coole Sache. Bist du auch Yogalehrer? Ich? Nein. Aber ich kann schon ein bisschen was. Ich kann 2 Minuten in der Taube verbringen. Und gestern ist mir der Salamander gelungen. Cool, habe ich auch schon mal gesehen, so ein Salamander. Also, was wollt ihr? Chips. Ja, die gibt's da drüben. Seht ihr das ganze Plastik in den Regalen? Das ist überhaupt nicht cool. Wird alles importiert und so. Ja, ich nehm's mit. Dann musst du's nicht mehr sehen. Hast du auch so einheimisches, so frisches Obst und so? Ja, ein bisschen was habe ich tatsächlich. Weißt du, früher hat man hier alles in Bananenblätter gewickelt. Die Verpackung der Natur, Mann. Und er zeigt euch ein Regal, wo tatsächlich einheimisches Obst und Gemüse präsentiert wird. Ja, und das kaufe ich ein. Das meiste ist tatsächlich importiertes amerikanisches Zeugs, auch von woanders her in Plastikverpackungen. Finde ich genug, um Burger zu machen? Mach einen Glückswurf. 65? Ja. 62! Geschafft! Ja, tatsächlich. Also du suchst und suchst und irgendwann ist Ben hinter dir. Also kann ich dir vielleicht helfen? Ja, Ben. Hier gibt's ja nur Gemüse. Ich will Burger machen. Ja, also, wenn du es nicht weiter sagst, ich hab da vielleicht was. Also, Vivian, Daniel und Emma, die wollen sowas wie Burger hier nicht haben. Viel zu fettig und so, ne? Die sind total vegan, Mann. Aber ich hab was. Und er bringt dich hinter den Tresen und du siehst, dass er dort sich einen Stromanschluss gelegt hat und eine kleine Kühltruhe, einen kleinen Kühlschrank hinten. Und da hat er tatsächlich tiefgefrorene Burger. Burgerleibchen. Wow, voll krass. Also du musst dir zwar ein ganz normales Brot geben, aber das haben wir ja und Gemüse und so. Aber die hast du nicht von mir, ja? Oh, danke, Mann. Hast du was gut bei mir? Fällt mir irgendwas auf, irgendwas Spezielles in dem Supermarkt? Vielleicht, keine Ahnung, etwas, was nicht so alltäglich ist wie, keine Ahnung, ein aufblasbares Schlauchboot zum Raften oder Leuchtfackeln oder irgendwie so etwas. Mach eine Probe auf Verborgenes erkennen. 26. Schwieriger Erfolg. Gar nicht, nein. Also, es sieht für dich so aus, als hätte man sich bemüht. Extrem über die Maßen bemüht, den komplett normalsten Superladen hier, Supermarkt ja. hier darzustellen. So wie so ein amerikanischer Supermarkt. Ja, ganz genau. Ah, oh, okay. Genau. Also es wirkt sehr geplant alles. Also wär alles so angeordnet, geplant angeordnet, damit es wirkt wie ein komplett legerer kleiner Laden, an dem absolut nichts auszusetzen ist. So wie die Sowjets so Ami-Städte nachbauen würden. Hey, Loni steht auf sowas. Ich versuche meine Burger-Zutaten vor Serena zu verstecken. Beim Zahlen. Gelingt ihr das oder sehe ich das? Ja, mach eine Probe Verborgenes erkennen. Muss ich etwas würfeln, um es zu verstecken? Was hast du denn im Verborgenbleiben? Kaschieren wäre das, ja. Kaschieren hätte ich nur 10, Verborgenbleiben 50. Ja, das ist, du brauchst nur einen regulären Erfolg. Nicht mal den habe ich geschafft. Auf Verborgenbleiben? Ich sehe es eh nicht. Okay. Ich sehe es nicht. Du kannst es an mir vorbeischmuggeln. Du packst alles zusammen, sie bekommt es nicht mit. Hey, Loni. Ja. Glaubst du, die haben hier, wie in jedem unserer Urlaube, irgendwelche Waffen, die wir ohnehin nicht kaufen dürfen? Ja, sieht aus wie ein normaler Supermarkt. Also ich denke, ja. Ich gehe in die Waffe. Sehr amerikanisch hier. Ja, nein, hier gibt es keine Messer, Leuchtpistolen. Nein, absolut nichts. Gar nichts. Muscheln, die sehr scharf sind. Die musst du am Strand sammeln gehen. Ben, hast du auch was Ordentliches zu trinken? Oh nein, ich trinke keinen Alkohol, nein. Nein, nicht, ob du was trinkst. Kann ich hier was kaufen? Nein. Wie nein? Nein, das ist ja alles Yoga, wie ich schon sagte. Da gibt es keinen Alkohol. Die entspannen hier alle ohne Alkohol. Ja, na klar. Was? Die meditieren und so. Krass. Ja, willst du einen Zug? Ja. Mei, wow. Ja, Mei nimmt die Bong und zieht an. Muss ich auf was würfeln?
schlagen. Kommen Sie bitte. Ich werfe dir einen vernichtenden bösen Blick zu. Ja, also, ihr könnt ja auch... Ihr könnt ja auch spazieren gehen. Es gibt einen traumhaften Strand da unten. Und habt ihr den Tempel schon gesehen? Überall hier auf Bali gibt es diese Tempelanlagen. Also der hier steht, der war mal viel größer. Das hier, seht euch diese krassen Steinfliesen hier an, Mann. Das waren alles mal Tempel. Die sind eingestürzt. Und als alles hier entstand, dann da haben sie die Reste als Fundament genommen und einfach weitergebaut. Das da drüben, das ihr seht, war das Hauptgebäude der Anlage. Solltet ihr euch mal ansehen. Das ist ein Brahma-Tempel. Wie dieses Riesenhuhn aus Nordamerika. 140 Eier Legeleistung, Mann. Ja, wer passt auf diesen Tempel auf? Wie, wer passt da auf? Gibt es da einen Tempelvorsteher oder so? Nein, Mann, das ist eine Ruine. Die ist einfach schön anzusehen. Da kann man nicht mehr beten und so. Ja, du kannst überall beten. Ja, das stimmt auch. Oder Yoga machen. Yoga in einem verfallenen Tempel. Ja, Kulisse, Mann, ne? Oh nein. Gibt's Empfang in dem Tempel? Die kriegen wir nie wieder da raus. Vivian sagte doch, ihr bekommt diesen neuen zugewiesen, ne? Diesen Schrank. Ja, Herb-Sensei. Mit dem könnt ihr ja dahin. Der ist echt seltsam. Hast du schon mal von der Yoga-Pose Frühstückstisch gehört? Was? Ich glaube, das ist überhaupt nicht Sinn. Nein, aber hey, wer bin ich, um Yoga-Posen zu kennen? Da müsstet ihr Vivian, Daniel oder Emma fragen. Ja, wo kann man die antreffen? Haben die irgendwo ein Verwaltungsgebäude oder so? Jo, irgendwo auf dem Gelände, Mann. Wie lange bist du schon hier? Ein Monat. Du kennst dich echt gut aus, man merkt's richtig. Ja klar, wenn ihr was braucht, fragt mich. Ja, wo ist deine Hütte? Oder nächtigst du da hinten irgendwo im Supermarkt? Nein, er beschreibt dir eine Hütte. Also die sind nicht nah beieinander, die sind schon etwas weiter weg. Und seine ist weiter hinten in Richtung des Strandes. Ja, ich möchte nur... Das ist die Hütte Nummer 4. Wenn du Feierabend hast, komm doch vorbei. Wir haben Burger. Ich weiß, ja. Aber, ja, warum eigentlich nicht? Ja, das werde ich machen. Kann ich Megan mitbringen? Wer ist Megan? Ja, die wohnt bei mir in der Hütte. Arbeitet die auch hier? Nein, die ist allein hier, im Urlaub. Aber es gibt hier nicht viele Hütten und die haben alle mehrere Zimmer, also. Ja, nimm sie mit. Ja, dann. Er zieht wieder an seiner Bong und... Kassiert er? Oder vergisst das nicht... Er legt es jetzt nicht drauf an. Also er wartet drauf, er geht davon aus, dass ihr selbst das Zahlen anspricht und hier zahlt. Also er ist sichtlich in einem Mindset, in dem er nicht erwartet, dass ihm jemand hier was stiehlt. Okay, dann bezahlen wir und gehen dann. 50er am Tresen. Jo, viel Spaß euch. Danke, Ben. Wow, das mit dem Tempel hört sich voll spannend an. Schon, da kann man bestimmt voll die guten Fotos machen. Und der Strand am Strand, den Strand müssen wir auch. Ja, tragen wir mal die Enkel für zurück. Ja, ihr geht raus aus dem Supermarkt und ihr seht einen Mann um die 40, der mit 7 anderen Personen den Kiesweg entlang kommt, am Supermarkt vorbei. Sie alle haben Matten unter die Arme geklemmt, sind sportlich gekleidet und motiviert. Er bleibt kurz stehen. Hey, seid ihr da angekommen? Happy Yoga! Freut mich, ich bin Daniel. Mai. Loni. Serena, hi. Also, naja, ich hoffe, ihr lebt euch hier schön ein. Wenn ihr so eine kleine Braunhaarige rumlaufen seht, das ist Emma. Ihr könnt euch jederzeit bei einem von uns melden, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt. Danke, Mann. Ist es ein älterer Herr, oder? Um die 40 und jetzt, wenn ihr näher betrachtet, ein Bild von einem Mann. Also, Serena, dir war nicht klar, dass ein Mann so schön sein kann. Er hat Muskeln, solche Muskeln hast du noch nicht gesehen, ebenmäßige Züge, die perfekteste Haut, die perfekteste Größe, also... Also so wie ich, nur männlich. Patrick Dempsey. Also, ja. Na, mehr so Chris Hemsworth. Du bist dir sicher, vor dir steht ein perfekter Mann. Mein Gott. Daniel, ich hätte da echt eine Frage. Ja, was denn?
Sag mal, können wir auch mal mit dir Yoga zusammen machen oder müssen wir immer mit Herb Yoga machen? Ihr habt euch den neuen Zug geteilt bekommen, nicht wahr? Ja. Ja, wie macht er sich? Ja, es ist ein wenig unentspannt. Ganz untypisch. Hätte ich so nicht erwartet. Also, ich gehe mit meiner Gruppe gerade zum Tempel und wir machen eine Stunde. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch alle anschließen. Ja, wir holen Herb. Ja, voll gerne. Aber wir nehmen Herb noch mit. Okay. Ja, bring den mit. Ich würde gern sehen, was der Neue drauf hat. Also ich möchte Herb-Sensei nicht betrügen, aber wenn ihr alle scharf drauf seid, dann können wir das machen. Ja Mann, der schaut viel professioneller aus als Herb. Professioneller? Oh Mann, Mai. Was denn? Ja, wir gehen in die Hütte und laden alles ab. Okay, ja. Dann siehst du, wie deine drei neuen Schüler zurückkommen in die Hütte. Darf ich kurz noch? Natürlich. In der Zwischenzeit, was ich... Okay. Ja, ich bin jetzt hier. Vergiss nicht, das Handy nachher zu entsorgen. Wir hören uns in einem halben Jahr wieder. Das Geld müsste ja derweil reichen. Ich muss die Operation machen. Ich glaube nicht, dass mich hier jemand findet. Ja, ich bin hier in so einem Camp mit drei amerikanischen verwöhnten Studenten. Ich glaube nicht, dass die mich identifizieren. Nee, ich muss eine komplett neue Identität annehmen. Ich bin in einem halben Jahr zurück, aber ich muss jetzt mal untertauchen. Vergiss nicht, das Handy zu entsorgen. Okay, ciao. Ich durchsuche mal das Gepäck von den dreien. Und wirke etwas paranoid. Sie meinten, dass sie das Zimmer versperren. Also unseres, was Loni gemacht hat, hast du abgesperrt? Ich habe meine Tasche einfach hin. Ja, was findet ihr denn da, Loni? Naja, ein bisschen schmutziges Gewand. Wie gut bist du in Chemie? Substanzen und Päckchen in durchsichtigen Beuteln, die dir nur mit einer Biologieprobe etwas sagen. Oh ja, das. Kann ich solche Probe machen? Oder? Also weiß ich, was es ist, wenn ich eine Probe mache? Oder? Wenn du eine Probe machst, müsstest du es erst dir sagen. Ja. Okay, also soll ich sie auf Naturkunde oder auf Chemie machen? Chemie. Wenn du Chemie hast? Ja, 71. Na ja, gut. Ja, geschafft. Ah, oh, okay. Ja, es sind. Mögliche Dinge angefangen von LSD über Ecstasy, Speed ein wenig und so. Alles, was so die Partydroge, Drogenszene ist. Das könnte einer meiner besten Kunden gewesen sein. Okay. Okay, vor dem brauche ich wohl nichts zu befürchten. Und schon. Ich würde sagen, wenn du das restliche Gepäckstück suchen möchtest, müsstest du entweder die Türen aufbrechen oder Schlosser wäre die Fertigkeit, um es aufzubrechen, sodass es niemand bemerkt. Na, das habe ich nicht. Also ich versuche die Türen aufzumachen, aber da sie zugesperrt sind, forciere ich das nicht weiter. Mir reicht mal, dass ich hier ein bisschen mehr Erkenntnis für einen gewonnen habe. Okay, also so sind die drauf, habe ich mir fast gedacht. Gut, mit denen schaffe ich umzugehen. Ja, und dann nach einiger Zeit hörst du, wie sie zurückkommen und sie stehen voll beladen mit Einkäufen in der Tür. Jo, Herb-Sensei, wir sind zurück. Ja gut, hat ja auch lang genug gedauert. Und wir haben uns eine Yogastunde mit Daniel ausgemacht und er meint, du sollst mitkommen. Wer ist Daniel? Was interessiert mich Daniel? Was? Alter, du arbeitest doch hier, das ist dein Chef, Mann. Ja, ich mach mir eine Tüte Chips auf. Ich lade es ab und schnapp mir eine Yogamatte. Also kommt jetzt jemand mit zu Daniels Stunde? Ja. Ja, dann los. Ich möchte mir den Tempel ansehen, ja. Ja, dann mach dir mal mit diesem Daniel. Mann, du sollst auch mitkommen, Herb. Warum soll ich mitkommen? Er hat gesagt, du sollst mitkommen. Daniel hat gemeint, du solltest auch mal mitkommen. Vielleicht so ein Mitarbeitergespräch vielleicht? Nein, einfach nur gemeinsames Yoga. Ich mach doch nicht Yoga mit irgend so einem... Mit Daniel. Deinem Vorgesetzten. Ja, und? Ich war in der Lehre bei Warning. Niemand kann mir mehr etwas beibringen. Ja, aber vielleicht kannst du ihm was beibringen, ja. Herb-Sensei. Ja,
wahrscheinlich, aber ich sehe mir das einfach mal ein bisschen an. Aber mitmachen tue ich nicht. Das würde mein gesamtes Ziel zerstören. Nein, nein. Also ich sehe mir das an einfach mal. Yoga machen zerstört dein Chi? Wenn ich das nicht nach den heiligen Lehren des Warning streng praktiziere, dann ja, das kannst steige du ich ja. ab. Und wir alle machen mit. Ja, ja. Ich sehe mir das mal an, was der so macht. Also kommt ihr jetzt! Ja, nicht, dass die ohne uns anfangen. Vergiss die Mathe nicht. Ja, die habe ich doch schon. Sicher ist eine Stunde. Ja, dann greift ihr euch eine Matte von hinter der Tür, geht hinaus und an der höchsten Stelle des sanften Hügels im Camp steht der kleine, aber beeindruckende indonesische Tempel. Bei näherem Blick sieht man den Mauern ihr Alter an. Die Steine sind gesprungen und mit grünen Flechten überzogen. Steinerne Stufen führen hinauf auf einen offenen Tempelplatz. In den Ecken ist der Platz von 4 Säulen eingerahmt, in die vor langer Zeit einmal Verzierungen gehauen wurden. Die Säulen sind noch durch runde Bögen miteinander verbunden. Und gegenüber der Steintreppe, also wenn man hier rauskommt, ist dann der Platz, auf dem man sich befinden kann, auf dem man Yoga machen kann. Hinter dem Platz befindet sich sogar noch ein schmaler, pyramidenartiger Bau, der dahinter sich anschließt und in die Höhe geht. Und dort seht ihr noch eine abgewetzte Tür, die wohl mal grün war, aber sehr stabil wirkt. Sie ist mit einer dicken Kette verschlossen. Und auf diesem Platz davor ist Daniel mit seiner Gruppe. Sie haben sich hier ausgebreitet, sind auf der Matte, beginnen mit Yoga und Daniel winkt euch schon zu. Hey, kommt auf, macht mit! Ich beeile mich und gucke, dass ich möglichst in die vorderste Reihe komme. Ja, auch du siehst, alle Frauen sitzen da, betrachten, mustern ihn verstohlen. Hey, Neuer, komm auch her, mach eine Runde mit. Das erleichtert dir den Einstieg. Nein, ich sehe mir das mal an. Ich sehe mir mal an, was du so machst. Na gut. Ja, und dann beginnt. Also, schnappt euch die Matte, wir beginnen alle mit dem Sonnengruß. Stell euch aufrecht hin, Handflächen nach vorn. Oh. Berghaltung, Tadasana. Hebt die Hände nach oben, Hände zur Seite, nach unten, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Hände am Boden, Schritt zurück, herabschauender Hund. Richtet euch hier gut ein. Bewegt euch nach links, nach rechts. Bringt abwechselnd die Fersen auf den Boden. Walk the dog. Und dann, wir treffen uns im Yoga-Liegestütz. Schiefe Ebene. Und jetzt legt nach unten ab. Knie zuerst, Oberkörper auf den Boden. Schultern zurück. Brust und Kopf in die Höhe. Kleine Kobra. Legt mit Länge wieder ab. Seht, dass euer Nacken ganz lang ist. Zurück in den herabschauenden Hund. Rechts, rechter Fuß nach vorne, links dazu. Ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und jetzt kommt aus den Hüften mit beiden Händen hoch. Hände nach oben, verschränken. Hände vors Herz, ausatmen. Das war eine Runde. Jetzt machen wir noch 6. Das war der leichteste Scheiß, den ich jemals machen habe müssen. Aber Daniel, kannst du mal bei mir gucken, ob mein Rücken gerade ist im herabschauenden Hund, bitte? Sex wird ja auch gemacht. Na ja, gar nicht das. Und ja, dann beginnt er mit den Anweisungen von vorn, geht durch, sieht, dass er es richtig macht. Also, ne, Serena, versuch die Beine noch etwas zu strecken. Der Rücken etwas weiter nach unten, versuch nicht einzufallen. Den Kopf direkt zwischen den Händen nach vor. Ist mein Rücken auch gerade? Magst du mal deine Hand drauflegen, um zu schauen, ob der gerade ist? Ja, okay. Noch auffälliger geht's doch gar nicht mehr. Er legt die Hand drauf und fährt einmal so über das Rückgrat. Ja, fühlt sich gut an, sieht gut aus. Cool, danke. Ja, und so geht er durch und korrigiert die Haltungen. Also, wie sieht's aus, Herb? Ja, ganz toll, ganz toll. Vor allem das mit dieser Serena.
Mach doch eine Runde mit! Zwinkert dir so zu. Na, Serena, feuchtes Klima heute, was? Ich stehe auf. Du guckst zu dir hoch. Alter, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Was denn? Ist doch so. Boah, du bist noch schlimmer als auf den ersten Eindruck. Bleib mir bloß fern, ey. Hey, Mann, Mann, beruhig dich, Mann. Wir sind hier, um uns zu entspannen, ja? Ja, sowieso, ich bin ganz entspannt. Daniel, ja? Ich glaube, der kann gar nicht kein Yoga. Wow, mal beleidige nicht Herb-Sensei. Ja, ich soll mal was zeigen. Ich habe das Bewerbungsgespräch nicht geführt, das war Vivian. Also, er sagt, er wäre Yogalehrer, also. Naja, dann. Natürlich bin ich Yogalehrer. Ich meine, er ist ein Wal, das ist doch kein Yogalehrer. Ich praktiziere 10 Jahre Yoga. Yoga. Logisches nach Yoga. Nach den Lehren des Morning. Okay, naja, dann. Dann zeig doch mal die Krähe. Warning praktiziert doch keine Krähen. Hast du noch nie von Warning gehört? Herabschauender Hund. Sag mal, was soll das überhaupt sein? Das ist doch Pipifax. Auf welcher Ebene des Bewusstseins bist du überhaupt? Haltung des Kindes? Kannst du uns die Haltung des Kindes zeigen? Nicht mal das? So ein Schwachsinn. Ich drehe mich um und gehe. Ja, Daniel sieht tatsächlich etwas verwirrt aus. Und also, habt ihr ihn Yoga machen gesehen? Nein. Nein, aber... Aber wir haben ihn auch nicht angestellt. Wir haben den Frühstückstisch gemacht. Den was? Den Frühstückstisch. Ja, wir machen das jetzt. Ja, wie geht das? Ja. Da geht ungefähr so. Okay. Er probiert ihn auch aus. Mach einen Glückswurf. Okay. Geschafft. Ja, also das... Das fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Das... Das dient genau an den richtigen Stellen. Also... also dieser Warning scheint doch zu wissen, was er tut. Der scheint was drauf zu haben. Ja. Den werde ich mir klauen für meine Einheit. Also, mach doch einmal den Frühstückstisch. Jo. Meine Verliebtheit schwindet langsam dahin. Ja, dann machen sie alle den Frühstückstisch. Ich sag doch, Herb-Sensei hat's drauf. Das ist nur eine Pose. Mann, das ist doch Zufall, dass das jetzt funktioniert. Da müssen wir mehr lernen von Herb-Sensei. Das entspannt mich nicht. Das entspannt mich nicht. Naja, und ihr könnt jetzt hier bei der Stunde mitmachen und mit Daniel die Yoga-Stunde fertig machen. Ja, aber ist es richtiges Yoga oder ist es Warning-Yoga? Nein. Wow. Es ist richtiges. Es ist richtiges Yoga. Okay, dann bleibe ich da und atme meinen Stress weg. Yoga für Einsteiger. Ihr fangt an mit Katze-Kuh. Rücken rund machen, dann wieder durchhängen lassen. Danach, ihr bleibt im Vierfüßlerstand mit beiden Händen nach vorn. Ein Herzöffner und so geht's weiter. Dann zurück und dann ein seitlicher Twist. Die Hände nach oben, während ihr im Vierfüßlerstand bleibt. Und so geht's dahin. Also es ist, ja. Bei jeder Übung merkt Loni, dass es ist einfach unglaublich einfach. Und er ist immer so entspannt und immer so relaxed, dass sein Körper eigentlich nur noch eine Gummimasse ist. Und zum ersten Mal merkt er, hey, Moment mal, ich kann ja die Füße vor die Hände geben. Und ich bin wie so ein chinesisches Artistenkind, das die Füße komplett verdreht. Und wow, ich weiß gar nicht, warum das so schwer ist. Warum plagen sich da alle Leute so? Hey Mann, du bist ein Naturtalent. Bin wie ein Schlangenmensch schon fast. Ja, gibt's auch was Schweres auch? Loni schlängelt sich da durch, also naja, ich kann dir den halben Spagat beibringen. Wow, ich mach normalerweise nie halbe Sachen, aber okay. Und ja, er zeigt dir mehrere Posen, die schon sehr, sehr auf Dehnung gehen.
die Schwalbe, der Hüftöffner, du kommst bis auf den Boden, kannst sogar die Unterarme im Boden ablegen, davor, und es ist kein Problem. Den Arabstollen Hund, seine Beine sind komplett gerade. Gibt's auch was Schweres auch? Oh, nicht so heftig, ja, kann nicht deine erste Stunde sein. Wie lange machst du das schon? Das mache ich zum ersten Mal, aber mein Körper fühlt sich so entspannt, als hätte ich irgendwas als würde ich, ich entspanne mich auf anderen Weisen, Art und Weisen, und genauso fühlt es sich an, wow, das ist echt krass. Ja, das freut mich, wow, du bist ein Naturtalent, also. Wow, cool. Du solltest auf jeden Fall am Ball bleiben. Und Loni hat so einen bewusstseinsöffnenden Moment, so, wow, das geht auch ohne Zeug. Loni, ich glaube, du hast deine Berufung gefunden. Ja, Paradies. Ich bekomme ein High von diesem Yoga. Ich glaube, ich arbeite hier. Du arbeitest hier? Ja, aber anstatt Surfer zu werden, das hat ja eh nicht funktioniert oder wird auch nie funktionieren, dann Yoga wäre doch eigentlich... Ja, dann entspannt ihr euch hier eine Stunde und ihr seht, Loni fließt nur so durch die Bewegungen, als hätte er nie etwas anderes getan. Wie ein Delfin im Wasser, wie eine Schlange im Baum, schlängelt er sich durch jede Pose. Leute applaudieren mir schon. Und ja, nach etwa einer Stunde, ein bisschen weniger, ihr seid etwas zu spät gekommen, beendet Daniel dann die Stunde. Also ja, ihr sollt es nicht übertreiben. Entspannt euch und am Abend machen wir dann wieder eine Einheit. Wieder hier? Du kannst auch vor uns vorbeikommen. Ja, genau, wir machen eine kleine Willkommensfeier bei uns. Ich meine, wir haben ja Herb-Sensei, ich glaube nicht, dass wir diesen Daniel brauchen. Mann, Loni, das ist doch Urlaub, da ist es doch nett, wenn man viele Leute kennenlernt und... Oder halt Daniel. Also schön, wann denn? Naja, nach deiner Yoga-Einheit. Wir kommen erst zu deiner Yoga-Einheit und dann können wir zu uns gehen. Da hat mich schon Megan eingeladen. Megan kommt zu uns. Und Ben? Tatsächlich? Ja. Ben auch. Ja, okay. Am Abend dann. Ja, Mann. Ja, werde ich tun. Ich werde vorbeikommen. Bis dahin, genießt die Ruhe. Und ja, die Leute zerstreuen sich dann. Ja, dann gehen wir zurück zur Hütte. Wo ist eigentlich Herb? Ja, was macht Herb denn in der Zwischenzeit? Ich schaue mich mal am Gelände ein bisschen um und entdecke auch den Supermarkt und schaue da mal rein. Ja, du gehst hinein und wenn du was mit Drogen zu tun hast, merkst du sofort am Geruch, hier war jemand so richtig am Werk. Und ganz hinten im Tresen sitzt ein junger Mann, ungefähr das Alter von deinen Yoga-Schülern. Er lässt etwas verschwinden in dem Moment, wo du reinkommst und ja, starrt dich dann an. Ey Mann, das gibt's ja nicht, schon der zweite Besuch heute. Ha! Du brauchst es nicht verschwinden lassen. Hol es wieder vor. Echt, Mann? Ja, gib mir auch einen Zug. Das ist verdammt anständig von dir, Mann. Er zieht und reicht dir dann. Siehst es, eine Bong, die er wohl selbst gebaut hat aus Kokosnüssen. Ich nehme auch an den tiefen Zug. Das ist der Weg der Kokosnüssen, Mann. Ja, das klingt gut. Weg der Kokosnuss. Ich muss mir ein paar so Sprüche einbringen. Du bist der Neue hier, ne? Ja, richtig. Herb, nenn mich Herb. Ich bin Ben, wie läuft's? Ja, Ben, erzähl mir mal was über den Laden hier. Naja, der Laden hier ist Yoga, Mann. Total entspannt. Ja, kannst du Yoga? Na ja, ich bin schon seit einem Monat hier. Zeig doch mal, was du so kannst. Also, ich kann den herabscheuenden Hund, ich kann den Sonnengruß. Ja, zeig doch mal. Sagen kann das jeder. Jetzt gleich hier? Ja, natürlich jetzt gleich hier. Also schön. Ja, und er zeigt dir was. Also er ist halt ein Anfänger, aber man sieht schon, dass er das wohl täglich macht. Herb schreibt mit.
Kennst du auch das, diese Kindpose, ja? Ja, da, natürlich, Stellung des Kindes. Na, natürlich, das, ja, genau. Das ist das Einfachste. Also ich bin ja Meister des Shavasana, musst du wissen. Oh, das ist ja toll. Ja, zeig doch mal. Na, also du kniest dich auf den Boden hier hin. Ja, ich weiß das. Du mit beiden Händen. Nur zeigen. Also, ja, er zeigt es hier. Kniet dich auf den Boden mit beiden Händen ganz nach vor, so dass er komplett entspannt alles abgelegt am Boden liegt. Also ich bringe all diese Sachen ein. Ja, und dann kann ich natürlich die seitlichen Dehnungen, und er setzt dich hin eine Hand in die Höhe über die Ohren und dehnt sich nach links, dehnt sich nach rechts und dann im Vierfüßlerstand zeigt dir etwas, das er Katze Kuh nennt, mit Rücken rausstrecken und dann Kreuz hohl machen. Das löst alle Verspannungen im Rücken. Du scheinst ja schon viel gelernt zu haben hier. Das ist ja schon sehr, sehr gut. Aber das Beste, das ist die unterstützende Schulterbrücke, Mann. Ja, die ist gut. Zeig doch mal, die hast du drauf. Ja, da bräuchte ich einen Klotz, einen Yoga-Klotz. Hast du denn keinen? Na, hier nicht, in den Hütten schon. Ja, dann. Oder irgendwas anderes, eine Kiste oder so, oder? Ja, eine Kiste wirst du doch haben. Oder deine Hände. Deine Fäuste sind riesig, Mann. Ja, stell sie übereinander und leg sie hin. Und er legt sich komplett auf dem Rücken, Beine angewinkelt. Also, du siehst das, dass das, der untere Rücken muss komplett am Boden sein. Ja, Mann. Und dann hebst du das Becken. Und er hebt das Becken rauf. Und jetzt stellst du deine Fäuste da drunter, direkt unter meine Leiste. Und jetzt bildet das genau eine Linie, Mann. Ja, natürlich. Und dann gibst du alles Gewicht vom unteren Rücken ab, Mann. Klar, die unterstützende Unterstützende Schulterbrücke. Das ist die Offenbarung, Mann. Ja. Klar. Sehr gut machst du das. Ja, noch was? Nein, das ist schon sehr gut, was du da machst. Das ja, und dann kann ich noch das Dreieck, Trikonasana. Ja. Das ist auch ein Wahnsinn. Diese Dehnung in den Flanken, Mann. Aber ich bin noch immer ein bisschen gebeugt in den Beinen. Ich bekomme die Dehnung noch nicht so ganz hin. Aber er zeigt dir auch das. Sehr gut. Das stillt meine Wissensdurst. Ja, dann setzt er sich wieder hin, offenbar zufrieden mit sich selbst, und zieht an seiner Bong. Aber hey, kein Wort zu Vivian M. oder Daniel, dass ich mir hier eine Born geschnitzt habe. Natürlich nicht. Die wissen das nicht und die können das auch nicht wissen, so vorsichtig wie ich bin. Die verstehen das ja auch gar nicht. Die haben ja keine Ahnung von Entspannung, was? Okay, ich gehe jetzt mal raus und gehe zur Hütte. Ah, du gehst zur Hütte zurück. Ihr drei geht auch zur Hütte zurück und auf halbem Weg irgendwo an der Seite seht ihr eine junge Frau euch mit offenem Mund anklotzen und sie lässt die Matte fallen. Hey, ist das Serena? Das ist doch Serena. Und sie kommt auf dich zu. Hey, ich liebe deine Stories. Wow. Dein einziger Fan hat dich gewonnen. Poloni, Mann, ich habe voll viele Follower. Hi, wie heißt du denn? Ich bin Sophia. Hi Sophia, cool, dass du meine Storys verfolgst und bist du schon länger hier? Ja, das ist ein Moment jetzt gerade. Ich finde es super, diesen Turn, den du mit Krav Maga geschlagen hast. Das ist ein Wahnsinn. Diese Fitnessfotos. Ja, das war schon wirklich ein einschneidendes Erlebnis, was mich dazu gebracht hat, aber machst du auch sowas? Machst du auch Kampfsport? Nein, ich mache nur Yoga. Hey, aber Yoga ist auch voll super. Hast du schon mit Daniel mal eine Klasse gemacht? Der ist voll super, oder? Ja. Ja. Du, wir machen heute Abend eine kleine Party bei uns. Magst du auch kommen? Echt? Oh ja, Mann, das ist ja ein... Ja, also total gerne. Also, ich will mich aufdrängen, aber ja, total gerne. Nein, klar, jeder ist willkommen. Du kannst gerne auch noch andere Freunde mitbringen. Mann, du bist genauso sympathisch, wie du aussiehst. Also, ich finde nicht, aber okay. Boloni, shut up. Ja, dann sehen wir uns heute Abend. Ja, klar. Ja, total gerne. Ihr seht, sie freut sich richtig und ja, geht dann etwas, ja, also...
Sie würde gerne weiterreden, möchte aber nicht jetzt wie der aufdringliche Fan daherkommen. Daher. Steht zwei Meter abseits. Die sich wieder zurück. Ach, Serena, ich glaub's nicht. Also ich meine, ich flüster euch so zu. Ihr habt ja echt viele Follower, aber in echt habe ich echt noch niemanden getroffen. Das ist voll seltsam. Ja, voll seltsam. Das ist wirklich seltsam. Man kann sich auch Follower kaufen. Loni, willst du mir was unterstellen vielleicht? Hey, entspannen. Eben entspannen, Mann. Wir sind hier, um unsere innere Mitte zu finden, Loni. Also ich weiß, dass meine Mitte hier ist ungefähr. Okay, gehen wir zur Hütte. Ich krieg langsam Hunger. Ja, und dann kommt ihr an der Hütte an. Und ihr seht auch, Herb ist da. Herb-Sensei! Jo, Loni. Haben Sie noch irgendwelche Instruktionen für uns? Ihr habt heute schon genug gemacht. Aber ich sehe schon, wir müssen bei euch mit ein paar Grundstellungen anfangen, scheinbar. Ich scheinbar werde jetzt erstmal die Weg Stellung des Chips-Esserin. Weg mit den Chips hier! Du machst jetzt erstmal Katze-Kuh. Ich zeig, was ich gelernt habe. Nein! Ich esse jetzt Chips! Willst du mir widersprechen? Ja! Mit Freuden! Nun, so werdet ihr nie eine höhere Bewusstseinsebene erlangen. Ihr seid noch nicht bereit für den Weg des Warning. Ja, Herb-Sensei. Ja, beachte dich, meine... Du schon. Du wirkst auch sehr Begleiter. Entspannt. Oh, danke, Herb-Sensei. Ja, ja. Ich kümmere mich um die Natur und um eins mit mir selbst zu sein. Um die Natur und auch um das, was weniger natürlich ist, nicht wahr? Naja, so natürlich ist deine Figur jetzt auch nicht. Also was sie eigentlich sagen möchte, den Yoga-Lehrer haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. Aber whatever, ich gehe erstmal mir einen Salat machen. Ja, meine Schüler habe ich mir auch von das vorgestellt. Ich dachte nicht, dass ich auf Barbie treffe. Tja, da bist du wohl sprachlos, dass du sowas im Leben mal in live siehst. Ja, sowas Schönes sieht man selten. Sprachlos ist der richtige Ausdruck, ja. Ja, Herb-Sensei, heute am Abend wird so eine kleine Feier in dieser Hütte. Was für eine Feier? Naja, wir haben ein paar Leute eingeladen. Wir können doch nicht eine Feier machen, ohne mich einzuweihen. Mach ich auch gerade. Aber du kannst auch gerne gehen, wenn du nicht dabei sein möchtest. Oh ja, das kannst du. Ich greife in die Chips-Tüte, ja. Was ich nie mache, stopfe mir die demonstrativ in den Mund und kaue sehr laut und provokativ. Serena, ich fühle mich geehrt. Eine Chipstüte. Nach so vielen Jahren. Teilen wir uns eine Chipstüte. Das ist ja fürchterlich, ist ja nicht mit anzusehen. Ich geh mal in mein Zimmer. Ja, er ist gegangen. Oh, 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 oh. Zeit zur Entspannung. Oh, so schön. Eloni, räum mal meine Tasche aus. Jawohl, Herb-Sensei. Eloni, du lässt die Finger davon, Mann. Du bist doch nicht dein Sklave! Ja, aber das hilft vielleicht bei der Entspannung. Das hilft beim Weg des Warning. Sag ich doch. Herbstsensei würde mir nie etwas Unnötiges anschaffen. Hast du irgendwie ein Zusatzpackage gebucht? So Happy Yoga? Der seltsame Weg des Herb? Nein, ich habe das Standardpackage ausgewählt. Ist da irgendetwas über unseren Trainer darin stand? Nee, überhaupt nicht. Da stand nur die professionellsten Yoga-Lehrer, die Bali zu bieten hat. Also, wenn ich den schon ansehe, bekomme ich Nackenschmerzen. Der ist nicht entspannt. Also, ich stelle mir Yoga-Lehrer auch anders vor. Der ist so unfreundlich. Was ist, wenn wir irgendetwas... Also, Loni hat doch sicher irgendetwas, was wir... Sag mal da draußen, kommt dieser Ben auch zur Feier heute? Ja, dieser Ben kommt zur Feier heute. Sehr gut. Dann wird es wenigstens doch was. Meinst du, wir sollen ihm was von Lonis Zeug ins Getränk mischen? Dann ist er ausgelockt und dann... Nein, ich wollte ihm eigentlich nur ein wenig entspannen. Versuch ist es wohl wert. Ich habe ein paar Valium-Tabletten mit, ja. Ich muss auch irgendwie runterkommen auch. Wo bist du denn oben? Ach so. Ja, Loni. Ich sage nur, das ist Common Knowledge bei mir. Ich hab hier diese Mangos gekauft. Die können wir auspressen und einen Mangosaft machen und ihm das anbieten. Mit ein paar Tabletten drin.
Okay, also Loni, mach doch mal eine Probe auf Chemie. Chemie? Ja. Lustigerweise habe ich das nicht, denn ich bin ja kein Mixer. Okay, Nur Biologie habe ich. Okay, dann nimm mir Biologie. Okay, okay. Ich gebe 3 Glück aus, dann habe ich einen schwierigen Erfolg. Okay. Also, Serena bereitet den Mangosaft vor, dekoriert das sehr schön und Loni mixt den professionellsten Mix aus allen möglichen Zeug, der dich so richtig, richtig in die höchsten Höhen der Entspannung katapultiert. Ihr wisst nicht, was genau da macht. Er nimmt ein bisschen was von dem, schabt ein bisschen was von das, nimmt mit dem Messer ab. Boah, Loni, wir wollen den nicht umbringen. Das ist für mich? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, das ist für mich. Kannst du das. Können wir das teilen auf 2 Gläser? Oh, ihr wollt auch vielleicht, was? Vielleicht bringst du Sensei Warning auf etwas. Endlich seid ihr mal richtig entspannt. Nein, du sollst das. Herb Sensei? Nein, wieso? Na, damit der auch auf der Entspannungswelle surfen kann. Ich glaube, Herb Sensei ist wo ganz anders. Ja, komm, ich bring's ihm. Ich reiß es dir aus der Hand. Ey! Klopfe. Ja, du hörst ein Klopfen an der Tür. Ja. Ich wollte mich entschuldigen, Herb, und als Wiedergutmachung habe ich deinen Mangosaft gepresst. Da ist doch bestimmt Gift drin. Das ist ein frischer Mangosaft. Ich riech mal dran. Ja, du hast ja. Chemie ist deins, oder? Er macht eine Chemieprobe. No! Extremer Erfolg! Eine 4? Ja. Extremer Erfolg. Okay. Oh. Ja, du weißt halt sofort. Der ist mit was versetzt. Also der ist mit richtig, richtig was versetzt. Aber nur mit Dingen, die dich sehr entspannen. Ja. Hm. Ja, das riecht alles sehr vertraut. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ach, das kommt doch sicher von Loni, oder? Also was? Nein, ich habe den Mangosaft gepresst. Ja, den Mangosaft, aber das restliche Zeug. Was heißt restliches Zeug? Man, das ist der beste Mangosaft, den man finden kann. Tu doch nicht so. Also bitte. Nichts Böswilliges. Nein, es ist ja gut, was da drin ist. Ich kenne das ja. Alter, bist du auch in dem Business unterwegs? Oh ja, ich bin. Nein, vergiss es. Das geht dich doch nichts an. Nein, jetzt rück mal raus, Herb. Was für ein Business ist das, wo du unterwegs bist? Offensichtlich ist es ja kein Yoga-Business. Ach Gott. Ich bin einfach Meister der Entspannung. Hat man bisher nicht gemerkt. Ich geh mal raus. Hey Loni, ist der Saft von dir? Das ist eigentlich mein Saft. Jetzt komm mal alle her, setzen wir uns zusammen. Ich glaube, wir sollten alle mal so einen Saft trinken, der bringt uns alle runter. Hier, ich gebe euch was ab. Alter, ich nehme sowas nicht. Das ist mir doch gerade gebracht. Ja, dir, aber ich nehme doch sowas nicht. Also, um mich zu beruhigen, gehe ich jetzt Burger braten. Alter Mai, wo hast du... Das hier ist ein veganes Camp. Burger hast du, das ist doch mal gut. Mai, du bist mir sympathisch, dachte ich gar nicht. Das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ja, das kann ich mir schon denken, aber... Mai, du zerstörst den Vibe. Bitte. Ich mach genau einen Burger. Okay. Ja, Mai macht sich einen Burger, setzt sich hin und verputzt den Chips. Demonstrativ. Ich esse Chips. Mai, wie wäre es für einen Burger? Mit einem Burger für uns? Ich sehe dich durchdringen. Genau. Es ist genüsslich, ihren Burger. Ich mustere dich ein wenig. Ja, ihr könnt dann alle was essen und dann ist es kurz nach Mittag. Ihr habt den Morgen mit Yoga verbracht. Was wollt ihr denn jetzt so tun? Wollen wir mal an den Strand runtergehen? Ja. Yo. Cool, ich hol mein Bikini. Geh mich umziehen. Gute Idee. Ja. Ich hab meine schlabberigen Sachen an, die ich immer hab. Serena verschwindet im Zimmer, zieht sich um, kommt dann wieder heraus mit dem stylischsten Badeanzug. Bikini, den man bekommen kann. Und ihr brecht dann auf. Kommt Herb mit? Ja. Okay, ihr brecht auf, geht übers Gelände. Ihr seht, jetzt Mittag ist wenig los. Es ist niemand mehr auf dem Gelände, der irgendwo Yoga macht. Ein paar Leute kommen aus den Sanitäranlagen, einige sind beim Supermarkt.
Er hört irgendjemanden, einen offenbar einen Deutschen, husten und sich lauthals beschweren, als er den Supermarkt öffnet. Offenbar hat er irgendwas in den Hals bekommen, verschwindet dann drin. Typisch Deutsche. Ihr könnt eine Probe auf Verborgenes Erkennen machen. Normaler Erfolg. 80, nichts. Ja. 75, also normaler Erfolg. Verborgenes Erkennen? 75? Okay. Yeah. Dann wäre Serena, weil sie sagte, sie geht als erstes. Dir fällt es kurz später auf. Neben dem vom Yogamatten niedergedrückten Gras und bei den Spuren von barfußgehenden Menschen finden sich hin und wieder andere Abdrücke. Spuren von 4 langgliedrigen Zehen und einer, die nach links oder rechts hinten absteht. Also immer umgekehrt. Einmal nach links und einmal nach rechts hinten. Von einem sehr kurzen Ballen verbunden. Und in der Mitte davon schwere Schleifspuren. Boah, sag mal, Loni, du kennst dich doch aus mit sowas. Gibt's hier Warane oder so? Warane? Nein, auf Bali nicht. Du kannst eine Probe auf Tierkunde oder ich würde Biologie gelten lassen auch. Geh schon. 100, nein. 100. Kritischer Fehlschlag. Ja. Würde für alle gelten, denn ihr seht ja dann alle die Spuren. Herb fallen sie ja auch auf. Naturkunde darf ich? Naturkunde, Tierkunde, Biologie, alles was ja. Rechtfertigen könnte, schwieriger dass man Erfolg. Tierspuren identifizieren kann. Nur Herb. Die Spuren erinnern dich an einen Varan. Genau genommen bei dieser Größe an. Schwieriger Erfolg? Mhm. Okay, an einen Komodo-Varan. Die gibt es zwar in Indonesien, jedoch nicht auf Bali. Du könntest sogar recht haben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, muss ich sagen. Hm. Ich glaube, das ist ein Komodo-Varan. Die sind ganz schön groß, oder? Mhm. Sind die vor nicht allem gefährlich? Sind die gefährlich? Vor allem. Loni, sind die gefährlich? Nein, mich hat noch nie einer attackiert. Du könntest das mit Biologie untermauern. Du hast halt das Talent, darum unterbreche ich dich jetzt. Ich sage nur, mich hat noch nie wer attackiert, ja, weil ich noch nie einen gesehen habe. Alles klar, aber. Möchte nicht unfair normaler sein. Normaler Erfolg. Normaler Erfolg? Ich gebe ein Glück aus. Dann habe ich einen schwierigen Erfolg. Ja, du hast tatsächlich, vor kurzem hast du im Internet recherchiert, die bewusstseinserweiternden Substanzen auf den indonesischen Inseln. Ja, und da kam dir tatsächlich ein Artikel über Komodo-Varane unter, an dem du hängen geblieben bist. Interessantes Thema. Also, dir ist in Erinnerung geblieben, dass Jungtiere sehr gut klettern können und die leben bis zu einer Länge von 150 Zentimetern fast ausschließlich immer auf Bäumen, weil sie gefressen werden sonst von den größeren Artgenossen. Ausgewachsene Komodo-Varane sind extrem gute Schwimmer und können beachtlichste Strecken im Wasser zurücklegen. Also so beachtlich, dass es immer wieder erstaunlich ist, wie weit sie tatsächlich schwimmen können. Der Komodo-Varan steht ohne natürliche Feinde an der Spitze der Nahrungskette. Angriffe auf Menschen sind zwar selten, passieren aber gelegentlich. Durch Bisse verletzte Menschen sterben oft, da die virale Infektion kaum heilbar ist. Betroffene Gliedmaßen werden daher meist amputiert. Und ja, sind meist Inseln ohne die medizinische Versorgung, die, na gut, in Amerika nicht, aber die man bräuchte, um das zu behandeln. Ja. Es wurden aber auch hin und wieder schon Menschen an Ort und Stelle verspeist. Also ziemlich gefährlich, diese Biester. Warum macht sowas? Warum ist sowas in so einem Yoga-Camp? Wir sollten mal fragen gehen. Boah, das ist doch voll gefährlich, wenn ihr sowas rumrennt. Vielleicht wird es so stark gefüttert, dass es niemanden nicht jagt. Dieser Bambuszaun sollte doch alle wilden Tiere abhalten. Da ist eine Bucht, das kann einfach reinschwimmen. Ja, wir sollten zumindest mal fragen, ob das wirklich so ein Viech ist. Die wirklich so eine Angst? Vor so einem Komodo-Varan? Weißt du, was so ein Biss verursachen kann? Die sind ganz schön flink, diese Biester, auch an Land. Ja, vielleicht
kann ja dieses Warning irgendetwas dagegen ausrichten. Warning ist der Weg zu höheren Bewusstseinsebenen und nicht ein Weg, um mit wilden Tieren zu kämpfen. Sie kann Krav Maga. Wirklich? Ja. Ich bin beeindruckt. Und Loni hier hat mal einen Selbstverteidigungskurs für Sechsjährige belegt. Yo. Ja, aber es hat nicht viel gebracht. Aber hey, ich habe Schusswaffentraining gemacht. Wirklich? Ja, das habe ich auch gemacht. Wirklich? Ja. Wirklich? Ich auch, falls es dich irgendwie interessiert. Sag mal, was interessiert dich eigentlich so an uns? Nichts. Ihr seid meine Schüler und ich will euch auf in die richtigen Bahnen lenken. Wie viele Schüler hattest du denn schon? Oh, viele. Und in was hast du die unterrichtet? Im Weg des Warding. Ja, gehen wir mal zur Rezeption und fragen nach diesem Komodo-Wagen. Sag ich doch. Und ich google den Weg des Warning. Ja, du googelst und alles, was du findest, sind so große alte Blechschilder, die du als Deko an die Wand hängen kannst, wo groß Warning draufsteht. Bei einem steht in weißer Schrift Warning und darunter Trespassers will be shot, Survivors will be shot again. So 60er-Jahre-Schilder, die an die Wand hängen kannst. Mhm. Okay. Und natürlich Warning, Wort. Und Englisch bedeutet Warnung. Dann google ich Herb. Also wie? Herb gesehen oder so irgendwie. Ja, mach eine Probe auf was gibt's in der Computernutzung, Bibliotheksnutzung? Oder auf Glück. Computernutzung. Auf Glück. Nicht geschafft. Ja. Nein, du findest nichts. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Serena, was? Der lügt. Ach nein, fällt dir auch früh auf. Nein. Na, hast du ihn schon gegoogelt? Oder den Weg des Warning? Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht. Was hast du gefunden? Nichts. Blechschilder für an die Wand hängen. Bin ich noch in der Nähe? Also ich meine, eigentlich sind wir ja zusammen, oder? Ich glaube, wir lassen dich ein paar Meter vorgehen. Also wer geht denn jetzt wohin? Wir gehen alle zur Rezeption. Ja, aber wir lassen ihn. Wir fallen ein wenig zurück. Okay, dann kann ich das trotzdem hören. Nein. Mein durchtrainiertes Gehör. Also, ich google ihn jetzt auch mal. Eigentlich hast du recht und dein Google-Game ist nicht besonders hoch. Also, ich... Hey. Sie redet schon recht laut. Ja, du kannst eine Horchenprobe machen. Also er kann horchen. Ja, er kann eine Horchenprobe machen. Kann ich Computernutzung machen? Ja, kannst du machen. Du kannst auch was anderes machen, was passt. Ja, passt schon am besten. Er gibt Glück. Du gibst wirklich Glück aus? 95. Ja, ich gebe dich Glück aus. 95, okay. Nein. Ich hab's geschafft. Also, ich finde auch nichts. Du hörst, dass Serene und Mai dich offenbar gerade googeln. Sie googeln Warning, sie googeln Herb gesehen, aber... Wie schreibt ihr denn Warning? Moment. Sie tuscheln, scheinen aber beide nicht zu einem Ergebnis zu kommen. Also, Mai, der Name ist, also, es gibt weder, egal wie ich diesen Namen schreibe, es gibt weder Profile auf Facebook, auch nicht auf Instagram, auch nicht auf LinkedIn. Warte, ich habe auch nicht auf TikTok. Ich habe eine andere Idee. Ich nehme mein Handy, starte die Kamera, zeige in seine Richtung. Herb! Und ihr Leuchten, seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, dass man Warning nicht mit lateinischen normalen Buchstaben schreibt? Ich mache ein Foto von ihm und schmeiß das in die Google-Bildersuche. Und du denkst wirklich, der Weg des Warning sieht vor, dass man in sozialen Medien verharrt, in diesem Giftmüll der heutigen Zeit. Nicht in sozialen Medien, aber vielleicht im Polizeiregister. Was man über Google-Bilder findet, natürlich. Computernutzung. 51. Ich gebe ein Glück aus, dann habe ich einen normalen Erfolg. Okay, mach einen Glückswurf. Oder soll ich einen Glückswurf machen? Nein, er muss einen Glückswurf machen. 2. Wow. Nein, du findest nichts. Ach Gott. Es passt nichts zu diesem Bild. Ja, was macht ihr hier? Wir wollten zur Rezeption gehen. Wir gehen doch zur Rezeption. Aber ich google diesen Lügner hier. Ja, dann kommt ihr nach kurzer Zeit an der Rezeption. Wie kommst du eigentlich darauf, dass ich ein Lügner bin? Yo, das ist Herb-Sensei. Ich kann auch jeder behaupten. Der wusste bis heute Morgen nicht mal, was Yoga ist. Ja, aber nur bei einem stimmt's. Richtig.
Ach Gott. Und drinnen, ihr kennt das Büro, diesmal ist eine kleinere Frau, braunhaarig drin, steht auf, kommt euch entgegen und ihr beide seht, das ist die schönste Frau, die ihr jemals im Leben gesehen habt. Diese ebenmäßige Haut, diese Züge, diese Rundungen, alles perfekt und ihre Bewegungen lassen sich schon erahnen, wie geschmeidig sie ist. Also so wirklich, das, was Daniel als Mann ist, ist die als Frau. Oh, das muss Emma sein. Hey, kann ich euch helfen? Hallo, ich bin Mai, das ist Loni, Serena. Hi, ich bin Emma. Ich bin Herb. Hi, wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Doch, ich habe dich gesehen, als Vivian dich eingestellt hat. Wie läuft's? Ja, gut, danke. Sag mal, wir haben da so Spuren gesehen, die könnten von einem Varan stammen. Weißt du da was drüber? Was? Das, was ich gerade gesagt habe. Wart ihr mit Ben zusammen und habt die Nase in seinen Bon gesteckt? Nein. Hört mal auf. Wir müssen nicht alles zugeben. Nein. Also, ich weiß nicht, was ich drauf sagen soll. Die Spuren zeigen, wir haben sie alle gesehen. Wir werden uns jetzt nicht erinnern. Ja, die sind echt groß. Und die sind voll gefährlich, diese Viecher. Ja, wo soll der denn herkommen? Aus dem Dschungel vielleicht? Hergeschwommen? Das fragen wir dich. Ja, und die ganze Anlage ist umzäunt. Dachte ich auch, aber wir haben die Spuren gesehen. Wir möchten hier nicht mitten in der Dunkelheit, wenn wir mal austreten müssen, auf dem Varan treffen. Ja, also, naja, könnt ihr mir zeigen, wo ihr es gesehen habt? Ja, theoretisch schon. Ja, dann komm mal mit. Ja, sie folgt euch. Gehen wir zu den Stellen, wo die angeblich die Spuren gesehen haben. Kommt zurück und zeigt ihr die Spuren. Und sie ist also... Und ihr seid euch sicher, dass das ein Varan ist? Welche Art von Varan? Ein Komodo-Varan. Meine Güte. Die gibt's hier? Gibt's hier noch andere Tiere? Naja, nicht im Camp. Also, aber wie kommen die Spuren dann hierher? Ich hab keine Ahnung. Naja, wir... Ach, scheiße. Habt ihr irgendwie sowas wie eine Flinte, wo man die Viecher abknallen kann? Scheiße, was? Nein, haben wir nicht. Was wolltest du gerade sagen? Naja, wir müssen die Zäune überprüfen, ob irgendwo ein Loch ist. Gab's das schon mal? Nein, noch nie. Gibt's hier irgendwie, weiß ich nicht, so ein Wildtierschutz oder so, die man anrufen kann, damit die das Ding suchen und wegbringen? Ja, ein Crocodile Hunter. Weißt du, hier laufen die Dinge etwas anders ab und sind nicht selten davon abhängig, wie viel Vivian bezahlt. Wenn wir jetzt jemanden rufen und die Summe stimmt nicht, sehen wir so schnell hier niemanden. Und auch sonst lassen sie uns meist ein, zwei Tage warten, einfach nur, um uns zu verstehen, zu geben, dass wir hier Ausländer sind. Ja, aber das ist gefährlich. Du weißt, was so ein Tier anrichten kann? Nein, eigentlich nicht. Ich habe noch nie einen... Ich zähle mir das alles auf, was ich da mal nachrecherchiert habe, mit dem giftigen Biss und die Schnelligkeit und Attacken auf Menschen. Grundgütiger. Sie wird bleich. Also dann, wie könnte der denn reingekommen sein? Ja, das wissen wir auch nicht. Wir sind neu hier. Also mir fallen entweder ein Loch in den Zäunen oder, wie sieht's am Strand aus? War der schon am Strand? Nein. Gibt es in der Nähe von vom Zaun Bäume? Also, ich würde euch mal bitten, behaltet es jetzt für euch. Also, ich sag Daniel und Vivian Bescheid und wir kontrollieren die Zäune und ihr geht zum Strand. Am Strand müssen die Spuren noch leicht zu sehen sein, oder? Ich meine, es ist Sand. Theoretisch schon. Wenn das Vieh vom Wasser kommt. Kommt davon, wie alt die Spuren sind. Also am sichersten würde ich mich fühlen, wenn ich meine Glock mit hätte. Wo ich mich verteidigen könnte. Deine was? Oh, ich bin Hobbyschütze. Wir machen hier Yoga. Ja, und hier geht's um Entspannung. Ich bin gerade gar nicht entspannt. Ja, wer soll sich hier entspannen, wenn dieses Vieh hier rumturnt? Scheiße, einfach. Also, geht zum Strand bitte, ja? Ja. Seht, ob ihr dort was findet. Und oh, verdammter Mist. Wir wollten eh zum Strand. Ich meine, was sollen und wir hier schon machen? Sie dreht sich um und geht weg. Gut, gehen wir weiter Richtung Strand. Ja, der Strand liegt genau gegenüber des Eingangs, wie gesagt, ganz am anderen Ende des Camps. Von eurer Hütte aus sind das schon gut 10 Minuten Fußweg.
Der Hügel, auf dem das Camp liegt, wird hier wieder abschüssiger und ermöglicht den Blick in eine traumhafte kleine Bucht. Frische Meeresluft weht euch entgegen, Palmen überschatten einen weißen Strand und azurblaues Wasser lädt zum Schwimmen ein. Gegenüber türmen sich hohe Felsformationen zu unbegehbaren Klippen auf und bilden so eine geschützte Bucht. Es ist ein kleines Paradies. Zum Surfen wäre die Bucht nicht groß genug und mit etwa 20 Menschen wäre der Strand genauso überfüllt wie die Straßen vor dem Camp, was vielleicht ein bisschen erklärt, warum das hier auf so wenig Besucher begrenzt wird. Durch die Felsen scheint die Bucht völlig vor rauen Seebedingungen geschützt, denn im Wasser schwimmt ein altes Boot mitten in der Bucht. Ein rostiger Kahn mit einer überdachten Brücke, die teilweise mit Bambusrohren geflickt ist. Das ist kein Boot für die Hochsee, sondern eher ein Überbleibsel einheimischer Fischer. Es schaukelt mitten in der Bucht auf den sanften Wellen und nichts regt sich, scheint verlassen. Aber Anker ist gesetzt. Mach eine Probe Verborgenes erkennen. Nicht geschafft. Keine Ahnung, könnte sich auch losgerissen haben. Von irgendwo. Das ist sicher nur Deko. Ja, vielleicht für die Atmosphäre und so. Sieht total entspannend aus. Ich beachte es nicht weiter und suche Spuren. Boah, wie kannst du Boote entspannt finden, Mai? Ja, Boote! Komm, ich werde leicht nervös. Solange ich das offene Meer nicht sehe. Ich beobachte das, wie sie nervös wird, aber ich sag nichts. Hm. Ich guck mal, ob ich Spuren finde. Spuren suchen. Nein. Drei Glück und ich habe einen normalen Erfolg. Ja, dann bleiben wir bei Loni, denn er hat es als erstes gesagt. Ihr steht am Strand, ihr seht euch um, ihr genießt die frische Meerluft und ihr merkt, Loni nimmt gar keine Notiz davon, sondern die Augen auf das Ziel gerichtet, sucht er den Strand ab, geht umher und Loni, jetzt wo du danach Ausschau hältst, fallen dir die Spuren auch am Strand auf. Und zwar ganz, ganz am linken Rand, wo die Farne hochwachsen und die Felsklippen beginnen. Dort ist ein breites Gebiet, komplett von Farnen und Dickicht übersät. Also kein Sand mehr. Und die Abdrücke verlaufen vom Camp kommend, verlieren sich manchmal in der Wiese, dann sind sie im Sand sehr gut zu sehen, verlaufen in dieses Areal. Und dort sind sie deutlicher zu sehen. Und auch etwas weiter auseinander. So, als wäre der Varan hier gerannt. Und der hat dabei ziemlich große Strecken zurückgelegt. Also die Abdrücke der Füße sind sehr, sehr weit auseinander bei jedem Satz. Und dazwischen sind immer wieder Abdrücke von menschlichen Füßen. Barfuß. Kann ich feststellen, welche neuer sind und älter? Hattest du einen schwierigen Erfolg? Einen normalen Erfolg. Beide sind im Sand gut zu sehen. Sehen die Spuren von dem Menschen so aus, als ob diese Person auch gerannt wäre? Ja, die ist definitiv gerannt. Meint ihr, das Viech hat jemanden verfolgt? Verfolgen wir die Spuren. Ja, aber schauen vorsichtig, wir, wie die weitergehen. Aber wirklich vorsichtig, ich mag dem Viech nicht begegnen, aber wenn da jemand in Gefahr ist, sollten wir es schon schauen. Sehe ich eine Kokosnuss irgendwo? Ja, mach einen Glückswurf. Nein. Nein? Keine Kokosnüsse. Ein schöner Sandstrand. Kein Knöll oder Schutz. Der schönste, den du je gesehen hast. Ja, ich setze mich hin und genieße den Ausblick. Mei, wir sollten diesen Varan verfolgen. Warum? Wir sollten zumindest wissen, ob es schon jemanden gefressen hat und ob es weg ist. Was willst du machen? Dynamit darauf werfen? Wir haben kein Dynamit. Boah, Mai, das hast du nicht gesagt jetzt. Und ich drehe mich um und gehe weg. Und setze mich sehr weit weg auf den Strand und was ist starre denn jetzt raus. Los? Was hat sie jetzt? Ja, dann seid nur hier beide übrig, Loni und Burp. Was hat sie jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung. Das mit dem Dynamit war doch eigentlich eine gute Idee. Eigentlich schon, ja. Sehe ich irgendwo vielleicht einen Ast, den ich als Waffe verwenden kann? Nein. Der Glückswurf ging schief. Ein perfekter Strand. Kein Geröll, gar nichts. Ein perfekter Strand.
Ja, dann... Lass uns mal zu Ben gehen und schauen, ob er irgendwelche Waffen hat. Also inoffiziell. Irgendetwas. Ich verfolge einstweilen die Spuren weiter. Nicht, dass sie die verlaufen irgendwo oder dass die... Ja, und dann? Wenn du es gefunden hast, das Vieh? Ja, wenn ich einen Ort gefunden habe, einen passenden, dann werde ich mir den einprägen und wir treffen uns hier dann am Strand wieder. Na gut. Okay, dann geht Herb zurück zum Supermarkt und Loni verfolgt die Spuren weiter. Du gehst also vorsichtig in dieses Dickicht aus Farnen und gehst und gehst. Serene und Mai werden etwas kleiner am Strand und du bist fast in der Richtung, wo dann wirklich die Felsen beginnen, also auch die Farne weniger werden. Und da siehst du, dass zwischen den Farnen etwas liegt. Eine Leiche. Und sie ist komplett zerrissen. Es ist eine Frau mit eindeutig indonesischen Zügen. Die Leiche ist noch ganz, aber überall klebt Blut. Also das Fleisch ist wirklich, es sind keine Gliedmaßen abgerissen, aber an dem Fleisch wurde gezogen, gezerrt, die Kleidung in Fetzen gerissen, überall klebt Blut, an den Farnen ist Blut. Und die großen Fleischstücke, die rausgerissen wurden, wurden anscheinend verschlungen. Denn sie fehlen. Anders kannst du dir diesen Zustand nicht erklären. Und das ist der Moment, in dem wir in unsere erste Pause gehen. Bis gleich.